Hier sehen Sie ein ganz seltenes Exemplar einer Küchenschabe. Sie bewegt sich täglich von 9 bis 15 Uhr in der Küche rum und versucht Ordnung zu halten. Doch leider kommt immer wieder der eine oder andere Mensch in den Küchenraum ein und scheint eine derartige Unordnung reinzubringen, dass die Küchenschabe ständig versucht, das wieder aufzuräumen. Sie bewegt sich dabei immer gerne von links nach rechts und von rechts nach links, schaut gelegentlich aus dem Fenster, ob jemand zugucken könnte. Es könnte ja ein Spanner in der Nähe sein. Die gemeine Küchenschabe ist immer darauf bedacht, in Sicherheit zu sein und zu arbeiten. Sie entfernt sich auch ganz gerne von anderen Objekten, um nicht in deren Nähe zu bleiben. Man muss sich ganz langsam anschleichen. Dann ist eventuell die Möglichkeit, eine gemeine Küchenschabe aus der Nähe zu betrachten. Wie man sieht, sie ist sehr hochgewachsen, schlangendünne Beine und dunkles Gefieder, damit man sie nicht so erkennt. Mehr sehen wir im nächsten Beitrag. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Tag.